So Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Remake. Im letzten Part haben wir es in den Tunnel geschafft und sind jetzt quasi auch wieder ganz gut in Schuss. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit dem Spielen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. So, let's go this way. So, gucken wir jetzt mal hier rein. Was wir denn hier drin haben. Auf jeden Fall schon mal relativ coole Hintergrundakustik. So, ja, hier können wir jetzt nichts machen, weil wir dafür noch so ein Teil brauchen. Ja, die Röhre allein bringt uns jetzt nichts. Wir können aber dieses Item schon mal mitnehmen, weil wir werden es sowieso später gebrauchen. Da drüben scheint was zu blitzen. Oh, da liegt was. Ah, Pistolenmunition, klasse. So, dann mal weiter im nächsten Raum. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Stop. Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Enrico! Traitor? Who? Einfach nur krass. Einfach abgeknallt. Zu Enrico, das war doch, wenn ich mich nicht täusche, der Vorgesetzte von Rebecca Chambers aus Zero. Ja, was hält er in der Hand? Gut, er hält eine Binde in der Hand. Ja, wer ist der Verräter? Vielleicht denkt er schon, ich muss jetzt erstmal ganz schnell abhauen hier. Weil Hunter machen böse Schaden. In dem Part hier. Also in dem kleinen Part hier ist es besser, wenn ich einfach nur laufe, damit mich die Viecher nicht erwischen. Weil man kann ihnen hier, soweit ich weiß, ganz gut ausweichen. Auch diesem Hunter hier in dem kleinen Flur werde ich jetzt ziemlich gut ausweichen. Ja, da vorne ist er schon. Gut, das hat geklappt. Er hat mich nicht erwischt. Müsste im Normalmodus auch klappen. So, und rein durch die Tür. So, jetzt sind wir wieder hier. So, ich kann schon mal ein bisschen was ablegen. Das Ding zum Beispiel, das brauchen wir ja später. Den Hausschlüssel, na, den Hausschlüssel, den lasse ich mal jetzt hier drin. Aber ich werde die Winde benutzen.
Jetzt kann ich nämlich hier, mein Controller vibriert schon wieder, das Ding drehen. Und so einen Raum weiterkommen. So, hier in dem Raum war, glaube ich, soweit ich weiß, eine Felsenfalle. Muss ich jetzt nur eigentlich früh genug ausweichen, damit mich der Fels nicht erwischt. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg, ja. Der müsste sich aber langsam mal bewegen. Und zwar jetzt. Ausweichen und zack. Ja, das war knapp, Jill. Das war sehr knapp. Okay, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. So wie ich mich erinnere, muss ich mir jetzt erstmal mein Gewehr austauschen, und zwar gegen Granaten. Wäre jetzt, denke ich mal, die effektivste Methode. Oh ne, ich tausche die Pistolen aus gegen Granaten. Weil ich mag den Boss nicht wirklich, der jetzt gleich kommen wird. Es ist nicht direkt ein Boss, es ist eigentlich nur ein kleiner Boss. Aber trotzdem ist er nervig. Mit Teilkammerschlüssel, Farb und Erste Hilfe. Säuregeschoss. Ja, kann nicht schaden. Okay, Jill, dann wollen wir mal. Wollen wir es doch mal wagen. Und hoffen, dass wir es schaffen im ersten Anlauf. Genau hier drin, glaube ich. Das war das Vieh. Spinnen. Komm, stirb. Fuck! Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Nein, nicht noch ein Vieh. Komm, stirb. Ja, deswegen hasse ich diesen Boss ein bisschen. Da kommen jetzt lauter kleine Spinnen raus. Das ist noch ekelhafter. Nein, da ist noch so ein Vieh. Schnell raus hier. Los, komm, mach auf. Raus hier. Pff.
Das hätten wir geschafft. Boah, ich liebe diese creepy Atmosphäre, ist echt herrlich. Ist einfach nur ein Genuss. Und ich glaube, man kann der Spinne auch ausweichen, aber man muss wahrscheinlich richtig schnell sein. Mit dem Messer einfach nur die Tür öffnen. Wenn man jetzt keine Munition mehr haben sollte. So, auch hier machen wir wieder ein lustiges Spiel mit der Binde. Sechseckiges Loch. Das wird die sein. Die Musik ist hier richtig schön unheimlich. Müsste sich der Felsen nicht eigentlich bewegen? Oder warum tut sich jetzt hier nichts? Ich muss das anklicken wahrscheinlich, okay. Nein. Hä? Wieso, warum? Ja, der Felsen versperrt den Weg, aber ich würde da schon gerne mal hinkommen. Oder wartet mal. Hat jetzt vielleicht zu früh gedreht? Oder zu wenig? Warte mal, ich habe glaube ich eine Idee. Ja. Ich habe zu früh gedreht. Schnell weg. Gut gemacht, Jill. Weiterrennen wäre mir jetzt zu gefährlich gewesen wegen dem Felsblock. Ah, und da haben wir noch was. Erste-Hilfe-Kasten mitnehmen, ja. Können wir, glaube ich, sowieso gleich verwenden, damit wir wieder volle Energy haben. Davon haben wir ja genug. Von dem Zeug. Verwenden. So, jetzt da rennen. Und wir haben wieder die creepy Musik. Die ist so leer. Und wir haben ein weiteres Rätsel vor uns. Und auch dieses Rätsel kenne ich noch ganz gut. Ich muss nämlich den Stein zu einer bestimmten Stelle der Felswand schieben. Und ich glaube, das war hier drüben. Ah, nee, warte, ich sehe es, da drüben ist es. Ich sehe es an der Wand. So. Nämlich. Und jetzt können wir nämlich. Ja, wenn wir drauf treten, dann dreht sich das Ding. Deswegen müssen wir die Statue auf dieses Ding draufschieben. So. Und tada. Jetzt heißt es ein bisschen physikalisch denken, weil wir müssen jetzt die Statue nämlich so drehen, dass der das Gesicht der Statue zur Wand zeigt. Hinter uns.
Das ist im Grunde ein recht einfaches Rätsel. Wenn man erstmal drauf gekommen ist. Okay, den Schlüssel hätte ich mir jetzt sparen können, mitzunehmen. Und du drehst dich einmal. Und jetzt drehst du dich zweimal. So, jetzt bist du in richtiger Position. Jetzt müssen wir quasi nur noch das Ding zurückschieben. In die richtige Position. Und zwar da rein. Ja, jetzt haben wir nämlich das andere Teil vom Zylinder. Ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr zu machen. Heißt, ich kann hier wieder raus. Und den Weg zurücklatschen. An der hässlichen Spinne vorbei. Und ich glaube fast ein Originalteil von Resident Evil, also ein Director's Cut, einen normalen ersten. Da sah der Tunnel noch ein bisschen anders aus als jetzt. Anders gestrickt. Aber ich finde ihn recht geil gemacht. Also wirklich ein großes Lob an dieses Remake. Das ist wirklich... erste Sahne. So, wir durch den Spinnenraum mal wieder. Die Spinne hier ist uns scheißegal. Wir rennen einfach weiter. Jetzt sind wir nämlich gleich wieder hier an so einem Speicherpunkt angelangt. Aber speichern werde ich jetzt noch nicht, sondern nur einiges austauschen. Das Messer werde ich jetzt zum Beispiel damit austauschen. Und das werde ich mit dem Farbband austauschen. Und los geht's. Jetzt können wir nämlich das hier kombinieren. Entschuldigt mich. So, da bin ich wieder. Ich muss mal eben kurz was klären und ein bisschen dauert. Und jetzt kann es gleich weitergehen und ja. Wir müssen hier erstmal wieder dem Hunter ausweichen. Ah, der ist weit genug, der erwischt uns nicht mehr. Jetzt sind wir wieder hier. In dem kleinen Raum. Was heißt klein? Das ist ein etwas größerer Raum. Und da müssen wir jetzt runter. Und zwar gelingt uns das so, wenn wir jetzt hier nämlich das Ding hier sehen. Müssen wir nämlich das hier kombinieren, untersuchen und dann müssen wir jetzt quasi drehen. Und zwar so lange, bis wir die Zeichen auf diesem Ding lesen können. So, ich drehe das mal richtig hin. Das ist nämlich so ein Codes auf eingraviert. Vier, zwei, drei, eins. 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 Vier, zwei, 1, 4, 3, 2, 1, 4,
3, 2, 1. Okay, das war's anscheinend nicht. Komisch. Nee, Moment. Vier, zwei, drei, eins. Ja, ich hab. Oh, ich hab mich verklickt. Also nochmal. Vier, zwei, drei, eins. Warum nicht gleich so? Ja. Warte mal, da drüben glitzert noch ein Item. Krieg ich das vielleicht jetzt noch oder ist es schon zu spät? Ja, ich könnte es noch kriegen. Jetzt nehme ich das Item da noch mit. Das ist Pistolenmunition, okay. Auch schön. Würde ich sagen, fahren wir mal nach unten. Jill. Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Nach unten. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Ja, das machen wir aber im nächsten Part, denn das war's für heute von Resident Evil Remake. Wer hat da gesprochen und was war das für ein mysteriöses Stöhnen? Wir werden es im nächsten Part erfahren. Ich werde hier speichern und sage schon mal Danke Leute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.